Die Frage, die alle interessiert, wird's denn jetzt ein Mädchen? Nein, da sind keine Zwillinge drinnen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's das erste Schwangerschaftsupdate von mir. Das habt ihr euch gewünscht und deshalb drehe ich es natürlich sehr, sehr gerne ab. Ich mache es so, dass ich es vom Anfang bis jetzt zur 18. Schwangerschaftswoche quasi komprimiere. Also euch ein bisschen was erzähle, wie es mir so gegangen ist. Ich versuche ein paar Fragen zu beantworten, die ihr mir gestellt habt. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann versuche ich das natürlich zu beantworten. Und wenn ich merke, dass die ein oder andere Frage öfters aufgekommen ist, dann nehme ich das sehr, sehr gerne nochmal in ein Video auf. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei bleibt. Und ja, los geht's. Wir starten ganz am Anfang. Bei mir war es so, dass ich eben durch einen Schwangerschaftstest davon erfahren habe, den ich gemacht habe am 12.04. Allerdings war das dieser hier von Clear Blue und ich hatte euch schon in einem Video erzählt, dass ich dachte, er wäre kaputt, denn man hat das Ergebnis sofort gesehen. Und ich dachte, während ich ihn ablege, dass ich nochmal kurz Zeit habe, Luft zu holen und mich zu konzentrieren, aber es waren sofort zwei Striche sichtbar. Deshalb dachte ich, der wäre kaputt und habe mir dann zwei Tage später diesen hier gekauft von Clear Blue. Der ist mit Anzeige der Woche. Da war es aber so, dass er auch irgendwie sofort eine Anzeige hatte und zwar 3+. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, da war ich mir dann eben auch sicher, dass es so ist, dass es geklappt hat. Ich hatte euch erzählt, dass wir das Ganze geplant haben und ich schon gehofft habe eben, dass es geklappt hat. Da war ich 4+2, somit in der 5. Woche und da hat dann auch die Übelkeit eingesetzt. Also ein paar Tage später, der absolute Wahnsinn, mir ging es total schlecht. Am liebsten wäre ich die ganze Zeit mit einem Eimer rumgerannt, was natürlich nicht möglich ist. Noch dazu kam, dass wir das Ganze ja nicht erzählen wollten. Das geheim zu halten ist natürlich machbar, so wie ich es eben gemacht habe. Aber es erschwert einem schon ganz schön das Leben. Jetzt hatte ich natürlich den Vorteil, dass meine Jungs morgens eben zur Schule gehen. Die sind ja schon etwas größer und ich dann meinen Haushalt gemacht habe, aber schon öfters auch eine Pause eingelegt habe. Das war auch dringend notwendig. Also ich habe quasi ein bisschen was im Haushalt gemacht. Waschmaschine ausgeräumt, Wäsche aufgehängt, Spülmaschine ausgeräumt, kurz Pause gemacht. Mich zwar dann vielleicht an den Laptop gesetzt, eine E-Mail beantwortet, aber der Körper ist erstmal kurz zur Ruhe gekommen. Ich habe mir diese Pause gegönnt und dann ging es weiter. Das war bei meinen anderen Schwangerschaften komplett anders, weil ich ja die Kinder sehr nah beieinander bekommen habe, die also relativ klein waren und noch nicht dieses Verständnis hatten, dass es der Mama jetzt eben mal schlecht geht. Und das ist jetzt anders gewesen. Da bin ich auch sehr dankbar darüber, aber die Jungs sollten es ja auch nicht mitbekommen. Deswegen, wie gesagt, war das Ganze etwas schwierig. Noch dazu bin ich dann krank geworden, habe ich mir hier aufgeschrieben, 7. bis 9. Woche. Ich habe mir hier so einen Spickzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. Und das war natürlich auch wieder sehr schwer, weil man ja nichts nehmen darf. Und so eine Erkältung natürlich mit Husten und Schnupfen, trotzdem zur Arbeit gehen, sehr anstrengend ist. Noch dazu ist man schwanger, man ist müde und so weiter. Aber es ging eben alles. Dann kommt noch dazu, dass ich sehr, sehr große Angst hatte. Das hatte ich allerdings in meinen anderen Schwangerschaften auch, aber nicht so schlimm wie dieses Mal. Also ich muss schon fast sagen, dass es paranoid war, wenn ich das überhaupt sagen darf. Ich habe da auch mit meiner Ärztin drüber gesprochen. Ich hatte einfach wahnsinnig große Angst, dieses Kind zu verlieren. Bei jedem Zwicken und Schmerz dachte ich, oh mein Gott, was ist jetzt los? Mir das natürlich nicht anmerken zu lassen, kommt noch dazu, dass es halt auch anstrengend war. Aber ich hatte euch erzählt, dass ich dann in der 8. Woche Blutungen bekommen habe und das wirklich so ein Schock war. Noch dazu war der Arzt dann am Telefon total doof, der Bereitschaft hatte. Also unglaublich, wie der sich verhalten hat, da war ich auch echt geschockt. Aber Gott sei Dank hatte ich dann am nächsten Tag gleich einen Termin bei meiner Frauenärztin und die hat alles untersucht, Ultraschall gemacht und mir dann eben gesagt, dass alles in Ordnung ist. Aber diese Angst hatte ich nach wie vor. Also immer, wenn ich beim Frauenarzt war, alles abgecheckt habe und sie gesagt hat, es ist alles in Ordnung, ging es mir für den Moment gut. Aber sobald ich dann zu Hause war, ging das Kopfkino wieder los.
Natürlich habe ich mich hier mit allem Möglichen abgelenkt, ganz klar. Ich habe auch sehr positiv die ganze Zeit daran gedacht, natürlich, aber die Angst war immer mit dabei. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich euch sagen würde, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil ich wirklich Angst hatte. Ja, danach ging es auf und ab, also mit Übelkeit und Schwindel, sehr starken Kopfschmerzen. Aber auch das ging vorbei. Ich habe dann einer besonderen Untersuchung entgegengefiebert, die ich dann eben auch hatte. Ich kann euch dann von der Untersuchung nochmal separat erzählen, weil ich da nochmal näher drauf eingehen wollte. Denn ich habe auch viel recherchiert und auf YouTube geschaut, so Erfahrungsberichte gesucht, aber leider keine gefunden. Deshalb würde ich euch da separat gerne nochmal ein Video dazu machen. Jedenfalls ging es hier dann ganz normal weiter. Der Max hatte dann Geburtstag und der Gianluca, da habe ich euch auch ein Video dazu gemacht und keiner hat es gemerkt, wie gesagt. Ich habe dann natürlich die Zeiten genutzt, in denen es mir gut ging, um die Kamera rauszuholen und euch mitzunehmen. Und ich wollte natürlich den beiden auch einen schönen Geburtstag bereiten. Gar keine Frage, mit Kuchen, schöner Deko, einfach einen schönen Tag mit ihnen verbringen. Und auch das ging. Mein Papa kam ja dann für 5 Tage aus Italien. Leider konnte meine Mama nicht mitkommen und hat dann hier mit bei uns gewohnt. Aus familiären Gründen kam er eben, die nicht wirklich schön waren. Das natürlich auch nochmal zusätzlich eine Belastung war. Ende des Monats kam dann noch ein Umzug dazu von einem ganz engen Familienmitglied. Der war dringend notwendig, der Umzug. Und da habe ich dann natürlich auch mitgeholfen. Ich habe versucht, meinen Körper zu schonen. Natürlich, aber bei so einem Umzug, ne, da packst du halt mit an und trägst Dinge rein und wieder raus und putzt Fenster und dann auf den Knien den Boden geputzt und so weiter. Ich habe natürlich auf mich aufgepasst und habe geschaut, dass ich da jetzt nicht unbedingt den schwersten Karton nehme. Aber nichtsdestotrotz musste auch das gemacht werden und auch das ging. Also was ich eigentlich damit sagen möchte ist, dass es mir sehr, sehr schlecht ging, aber es machbar ist. Also ihr seht, der Körper schafft einiges. Natürlich ist es wichtig und richtig, dass wenn eure Ärzte sagen, nee, sie müssen sich schonen, sie müssen liegen, dass man dann nichts macht, ganz, ganz klar. Aber wegen Übelkeit und Schwindel bzw. Kopfschmerzen gibt es eben die Möglichkeit, dass man eben ab und zu sich ausruht, eine Pause einräumt und eben das habe ich zwischendurch auch getan. Aber nichtsdestotrotz muss es hier ganz normal eben weitergehen. Ja, ich war dann auch bei verschiedenen Events eingeladen. Nach und nach ging das Ganze dann eben auch ein bisschen besser. Ich war dann in Frankfurt zusammen mit meinen Jungs beim Nintendo-Event. Ich war in München mit L'Oreal. Das war auch sehr, sehr schön. Und jetzt eben vor kurzem in Berlin. Da wussten es dann aber auch schon alle, außer in Frankfurt beim Nintendo-Event, genau. Aber da ging es mir dann eben, was Übelkeit betrifft, schon deutlich besser. Also das war dann überhaupt kein Thema mehr. Ja, und in der 16. Woche habe ich dann ein kleines, aber sehr aussagekräftiges Video auf YouTube online gestellt. Das war der 1. Juli. Somit habt ihr dann auch von unserem Geheimnis erfahren, von unserer Neuigkeit. Und diese Social-Media-Welle, die hat mich derartig überrollt. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, sodass ich auch erstmal wieder ein paar Tage gebraucht habe, um das zu realisieren. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass so viele Menschen mit uns mitfiebern und die ganzen Glückwünsche und natürlich keiner damit gerechnet hat, weil wir das ja eben nicht an die große Glocke gehangen haben. Ich habe nie davon erzählt in den letzten Monaten, weil das einfach unsere private Sache einfach war und auch noch ist natürlich und ich das Ganze natürlich sehr schütze und eben nur das erzähle, inwieweit es für uns eben okay ist, aber ich habe da echt erstmal ein paar Tage gebraucht und tatsächlich war es so, dass das Video am Sonntag online gegangen ist, eben wie gesagt 1. Juli und ich mich nicht getraut habe, Instagram Story zu machen. Mich dann ganz viele schon gefragt haben, Heidi, ist bei dir alles in Ordnung? Ich habe tatsächlich dann erst montags Instagram wieder in die Hand genommen und Story gemacht und haben auch wirklich sehr, sehr viele drauf gewartet. Und wie gesagt, ich habe mich sehr, 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 sehr darüber gefreut. Also unglaublich, nochmal herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Alle 4 Wochen hatte ich bis dahin einen Frauenarzttermin, sowie dann eben auch Ende Juni. Da war ich in der 16. Woche, also 15 plus 2. Da wurde Blut abgenommen, Blutdruck gemessen, Gewicht und so weiter und ein Ultraschall gemacht. Und da kommen wir doch jetzt direkt zur Frage aller Fragen. Wirst du ein Mädchen bekommen? Ja, meine Frauenärztin wollte sich nicht festlegen. Sie hat eine Tendenz, aber wollte da einfach
noch nicht so richtig sagen, was Sache ist. Und es war auch für mich total in Ordnung in dem Moment, denn für uns hat es keine Relevanz. Ob es ein Mädchen wird oder ein Junge, es wird geliebt. Und das Wichtigste ist im Moment für uns, dass es dem Kind eben gut geht. Und wenn das Kind sich in 2 Wochen wieder nicht zeigt, zu meinem nächsten Termin, dann ist es so. Dann werden wir es vielleicht beim übernächsten Termin erfahren. So ist es halt. Ich hoffe, dass ich euch somit diese Frage beantworten konnte. Ja, und von der 15. bis jetzt eben 18. Woche war alles ganz normal im grünen Bereich. Wie gesagt, ich habe weitergearbeitet, war bei verschiedenen Events und so weiter. Das geht alles und natürlich auch hier im Haus, was natürlich mit das Wichtigste ist, an oberster Stelle, Priorität Nummer 1, dass es den Jungs gut geht und dass ich das alles eigentlich relativ gut gemanagt bekomme. Ich wollte euch noch ganz kurz die Präparate zeigen, die ich jetzt so nehme bzw. davor schon genommen habe. Und zwar hat mir meine Frauenärztin dieses hier mitgegeben, Femibion. Nennt sich das. Das habe ich eben in den ersten 3 Monaten genommen und im Anschluss habe ich mir dann dieses hier gekauft in der Apotheke und dafür habe ich, glaube 65 Euro bezahlt. Das hier, das hat mir eben meine Frauenärztin immer mitgegeben und zu der Zeit, als es mir so schlecht ging, hatte ich auch gefragt, ob man irgendwas nehmen kann. Da hatte sie mir das hier aufgeschrieben, das habe ich mir auch selbst gekauft in der Apotheke und zwar nennt sich das Nausema, aber ich bin ehrlich mit euch, ich habe es nicht genommen, weil ich mich nicht getraut habe, also eigentlich auch total doof. Und als ich die Blutungen bekommen habe, hat mir meine Frauenärztin noch dieses hier empfohlen, dieses Magnesium, und zwar nehme ich das morgens und abends. Genau, ein so ein Beutelchen, den teile ich mir auf, also so einen. Hier habe ich ansonsten noch meine anderen Mutterpässe und da schaue ich immer wieder mal rein, wie es bei den anderen so war. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Und ansonsten kann ich euch jetzt auch noch meinen Bauch zeigen. Nein, es sind keine Zwillinge drinnen. Also meine Frauenärztin hat auch gesagt, dass es mit jeder Schwangerschaft dann eben sein kann, dass man eben etwas schneller zunimmt, beziehungsweise ja, dass der Körper das Ganze eben schon kennt und das eben auch schon viel früher sichtbar ist als jetzt zum Beispiel bei dem ersten Kind. Und zu den Kindsbewegungen wollte ich auch noch was sagen, dass ich die schon sehr, 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 sehr früh gespürt habe. Erst dachte ich so, naja, das ist wahrscheinlich der Magen oder, ne, also das kann es gar nicht sein. Wie so ein kleiner Schmetterling, so hat sich das angefühlt, hatte ich dann meine Frauenärztin gefragt und sie hat dann gesagt, ja, es kann schon durchaus sein. Man kennt es eben schon, man weiß, auf was man achtet, aber ich möchte euch da in keinster Weise verrückt machen. Gerade die, die ihr erstes Kind bekommen, da ist es so, dass man das doch meist so ab der 18. Schwangerschaftswoche zum ersten Mal dann spürt. Aber wie gesagt, lasst euch da nicht verrückt machen. Das ist total unterschiedlich und bei mir war es eben jetzt in dieser Schwangerschaft schon sehr, sehr früh. Dann habe ich jetzt mal hier in meine anderen Mutterpässe nochmal reingeschaut und fand es ganz witzig, das so ein bisschen zu vergleichen bisher. Also ich bin immer mit 50 Kilo gestartet, bei den anderen auch. Das ist total witzig, Zufall. Und ja, das fand ich sehr interessant. Im Dezember hatte ich 48 Kilo, als ich bei meinen Eltern war, gab es aber viel und lecker Essen in Italien bis Silvester. Ja, ihr wisst, wie es ist, wenn man bei der Mama ist, ne? Die achtet dann darauf, dass man Vorspeise und Hauptgang und Nachtisch noch futtert, gerade an solchen Feiertagen. Die 2 Kilo habe ich dann eben bis April nicht mehr runterbekommen, was auch nicht schlimm war. Ganz im Gegenteil, also alles gut. Dann hatte ich ganz vergessen zu sagen, dass wir diese Teile hier verwendet haben, aber die sind definitiv nichts für mich gewesen. Also die waren für die Tonne tatsächlich. Aber da macht natürlich auch jeder seine Erfahrung und kommt eben gut damit zurecht oder nicht. Wir hatten dann noch was anderes, kann ich euch in einem anderen Video auch nochmal drüber berichten, falls euch das interessiert. Ich habe auch schon ein bisschen was zugenommen, das muss ich auch ehrlich zugeben. Ich achte jetzt nicht darauf, wenig zu essen oder natürlich keine Diät zu machen, um Gottes Willen. Wir ernähren uns gesund, das wisst ihr. Wir sind Vegetarier, mein Mann und ich, und Einschränkungen diesbezüglich, was rohen Fisch, Großfleisch und so weiter betrifft, ist ja sowieso hinfällig. Alkohol
trinke ich sowieso keinen, ich rauche nicht, achte natürlich auf meine Ernährung, das ist gar keine Frage. Aber das seht ihr ja auch regelmäßig auf Instagram. Nudeln dürfen allerdings nicht fehlen. Ja, als Italienerin, genau. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was zugenommen, aber das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Und eine ganz liebe Abonnentin schrieb mir dann, dass ich ganz vielen Frauen Mut mache, aber auch ganz vielen Männern Stress bereite. Das ist natürlich nicht meine Absicht gewesen, um Gottes Willen, gar nicht. Also, und dachte mir, oh je, die armen Männer. Aber ein Pärchen wird sicher wissen, was sie tun. Wenn ich Frauen Mut machen kann, dann ist das natürlich was Schönes. Da freue ich mich ja drüber. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, beende ich dieses Video. Ich denke, es ist wieder recht lang geworden. Eigentlich wollte ich es kurz fassen, aber ich bin halt so. Also gut, meine Lieben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!